Damit willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Hardcore. Wir haben, denke ich mal, jetzt unser Ort gefunden, wo wir uns niederlassen können. Und zwar hier an einem so einem Strand. Selbe Taktik wie in der letzten Minecraft Hardcore Staffel, dass ich hier mit einer Karte arbeite. Dass ich auf jeden Fall immer wieder zurückkomme und auch genau weiß, in welche Richtung ich lang gehe. Gut, ich könnte auch mit Koordinaten arbeiten, aber ich finde es so irgendwie cooler. So ist es irgendwie cooler und wenn ich mal die Koordinaten nicht zur Hand habe, kann ich dann immer noch die Karte verwenden. So, wir haben hier eine Schatzkiste gefunden mit gebrautem Kabeljau und noch anderem coolen Zeug. Ich lasse das erstmal hier drinnen, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich das lagern könnte, weil ich natürlich noch keinen Lagerplatz habe. Aber ja, darum werden wir uns auch kümmern. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung grabe ich mich denn? Am besten hier irgendwie so runter. Oder wollen wir doch... Ja doch, wir machen es hier. Wir machen es hier. Zack, zack. Graben wir uns jetzt hier so runter. Gut, am Anfang haben wir halt noch viel Sand. Und es geht wohl auch mit Sand ordentlich weit nach unten. Aber das ist ja gar nicht mal so dann das Problem. Ich könnte eigentlich auch mit einer Fackel arbeiten. Machen wir mal so. Und ja, genau. Gut. Und dann hier. So ähnlich wie wirklich schon in der letzten Staffel. Vielleicht finde ich nämlich auch direkt ein Höhlensystem. Das wäre sehr, sehr nice. Also ich höre Wasser, aber ich glaube, es ist Wasser von der Oberfläche. Kann das sein? Ich glaube fast ja. Okay, dann graben wir uns jetzt hier mal schnell mal runter. Sollte jetzt nicht viel Zeit in Anspruch hoffentlich nehmen. Nur, dass ich hier irgendwie eine Base... Oder? Wisst ihr was? Wir machen es ein bisschen anders. Ich habe mich jetzt ein bisschen runtergegraben. Hier baue ich mir mal kurz was aus. Einen Raum. Einen Raum baue ich mir jetzt hier mal schnell aus. Wird es auch nicht lange dauern, weil es kein großer Raum wird. Und dann ist hier jetzt meine Base. Nicht in der Höhle irgendwie drinne. Für eine Höhlentour, die wir bald machen, werde ich mir einfach was anderes suchen. So, wir haben zwar hier eine ganze Menge Material jetzt, was wir hier nehmen könnten. Aber, ja, könnte ich mir irgendwie was... Und die Lederhose brauche ich gar nicht mehr. Weil ich habe jetzt eine verzauberte Lederhose. Haben wir ja gefunden. Daher brauche ich jetzt das andere gar nicht. Ja, hier eine kleine Untergrundbase. Machen wir es ein bisschen anders zur letzten Staffel. Ich denke mal, es ist dann gar nicht mal so verkehrt. Und dann für eine Höhlentour, die wir dann jetzt angehen werden, werde ich mir halt einfach eine Höhle in der Nähe suchen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil dann brauche ich bei der Höhle, wenn wir auf Höhlentour sind, ja einfach nur noch nach oben finden irgendwann und dann einfach nach Hause laufen. Weil in der letzten Staffel war es so, wir hatten die Höhle direkt an unserer Base. Heißt, ich musste auch wirklich den Weg wieder richtig zurücklaufen, damit ich auch dann natürlich wieder in die Base gelange. Gut, ich hätte auch an die Oberfläche gekonnt, aber ich weiß nicht, ob es dazu einen Zugang gab. So, ich glaube, ich mache hier noch eine Reihe weg und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Werde ich vielleicht früher später noch ausbauen, das ist gut möglich. Aber fürs Erste sollte das erstmal reichen. Machen wir hier nochmal eine Steinspitzhacke. Ist, glaube ich, die letzte Steinspitzhacke, die ich mir generell machen werde, weil danach werde ich auf Eisen gehen. Bisschen Eisen haben wir ja oben in der Schatzkiste. So, dass wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen was haben. Dann Fackel. Da, ein paar Fackeln. Dann brauche ich Kisten. Machen wir mal hier eine Kiste und aus dem Restholz auch noch eine Kiste. Haben wir noch ein bisschen anderes Holz da? Gerade noch nicht, aber können wir uns machen aus den Kirschblütenstämmen. So. Zack und zack. Haben wir hier eine Doppelkiste. Passt. Und hier kann mal alles rein, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was ich jetzt spontan auch noch nicht brauchen werde. Ach, das ist Granit hier. Ah, okay. Dann das hier mal rein. Sand hier rein. Achso, das ist von Tinker's Construct. Das Holz, das da rein, das... Ach gut, das kann ich anpflanzen. Bäume haben wir ja eh in der Nähe, glaube ich. Was ist dann nämlich? Das Bett kann ich hier mal reinpacken. So. Gut, haben wir jetzt erstmal alles hier drin, was ich da drin haben möchte. Dann gehe ich jetzt mal nach oben, plündere mal die Kiste hier. Das Restzeug hier, was hier liegt, will ich natürlich auch einsammeln. Und was vielleicht gut wäre, wenn ich hier mal ein bisschen zumache. So, plündern wir mal die Kiste. Alles mal her damit, alles her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Gut.
Natürlich stoße ich mir jetzt auch jedes Mal noch den Kopf an. Das wird dann später auch noch ein bisschen besser ausgebaut. Aber jetzt noch nicht. So, das gebrauchten Kabeljau kann ich natürlich essen. Also werde ich das auch dann essen mit der Zeit. Gut. Eine Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke will ich haben. Und ich möchte eine Steinhacke haben. Weil ich direkt jetzt oben auch noch was anpflanzen gehe. Und dann geht's auf Höhlentour. Dann geht's auf Höhlentour. Ich darf das Bett nicht vergessen, weil Bett ist natürlich wichtig, wenn ich auch draußen unterwegs bin. Problem ist, hier habe ich Sand. Das ist alles hier Sand. Da hinten hätte ich... Oder machen wir lieber da. Machen wir lieber da. Weil auf Sand kann ich natürlich nichts anpflanzen, ist ja klar. Aber hier kann ich anpflanzen. Nehmen wir mal hier diese Ecke hier. Ich glaube, die ist gar nicht mal so verkehrt. Kann ich hier mal ein bisschen noch Erde wegmachen? Ist das Lehm da? Ich glaube, es ist Lehm. Werden wir auch noch früher oder später wahrscheinlich brauchen. Tatsächlich. Für eine Mod brauchen wir das. Also das ruhig mal mitnehmen. Aber kommt erst später. Das kommt dann erst später. Also ich packe das jetzt hier mal raus. Ich hole ruhig mal alles hier raus, was ich hier an Lehm habe. Weil, wie gesagt, ich brauche das später eventuell noch. Je nachdem, ob ich damit arbeite. Wow. Das weiß ich nämlich noch nicht, ob ich damit arbeiten werde. So, haben wir das. Gut. Dann hier mal Felder. Ich werde dieses Mal keinen Weizen anbauen, weil wir haben ja jetzt von Anfang an haben wir ja, hier sagst schon, Karotten und Kartoffeln. Das heißt, da brauche ich anderes nichts anpflanzen. Daher machen wir es direkt so, genau. Erstmal alle, oder so gut wie alle Kartoffeln. Ich habe noch keine Knochen oder so. Das heißt, ich kann hier leider nichts vermehren, sage ich mal. Vielleicht hätte ich doch nicht so viel anfangen. Ich lasse mal so. Machen wir es mal so. Und die ganzen Krauten, die ich habe, pflanze ich mal an. Und es wird natürlich Nacht. Das heißt, ich muss unbedingt jetzt zurückgehen. Ich weiß nicht, was in der Nacht jetzt alles spawnt. An sich habe ich ja nur die eine Mod eingefügt mit den weinenden Engeln. Aber ich weiß jetzt... Nee, eigentlich mit den anderen Mods ist, glaube ich, kein Monster dazugekommen. Denke ich nicht, aber sicher ist sicher. Lieber schlafen gehen. Nicht, dass auch eine Creeper ankommt. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, dann der Ofen, den ich noch habe. Der kommt hier mal hin. Zack, und mal die Kartoffeln rein, dass ich ein bisschen mehr was habe. Weizenkörner. Gut, komm, ich guck mal hier noch mit rein. Das eine Roheisen kommt hier mit rein, Tonklumpen und den Rest würde ich dann vielleicht mit auf die Höhlentour tatsächlich mitnehmen. Brauche ich sonst noch irgendwie was für die Höhlentour? An sich eigentlich nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Wir gehen ja nicht in den Nether, da sind wir noch nicht. Ich werde es in dieser Staffel auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ich glaube in der letzten Staffel war ich ein bisschen zu hastig. Glaube ich zumindest. Ja. Aber ich mache mir halt am meisten Sorgen, mache ich mir wirklich ums Essen aktuell noch. Ich habe dafür noch zu wenig. Stimmt, was ich trotzdem erstmal noch machen könnte, ist ein Schild. So, zack. Das müssen wir schon mal machen und ein bisschen Holz will ich noch mitnehmen. Gespülten Holz, das passt. Ja, gut. Dann nehmen wir das, was wir jetzt haben. Die Fackeln, ich hatte aber Fackeln. Also nee, die habe ich ja alle aufgebraucht. Die hatte ich ja alle aufgebraucht. Nehmen wir mal hier das mal raus und machen mal neue Fackeln. Dass ich ein paar schon mal mitnehme. Ich baue natürlich noch mehr Kohle, dann ist ja klar. So. Dann brate mal bitte durch. Und dann haben wir jetzt 10 Ofenkartoffeln und 7 Fische. 7 gebratene Fische. Das Bett wollte ich mitnehmen. Und die Feldhacke kann mal hier rein. Und was ich vielleicht auch noch machen könnte... Ja, ich will eigentlich schon längst los, aber... Nee, mache ich nicht. Ich will dann einen neuen Steinschaufel, aber ganz ehrlich, ich kann mir dann auch Eisenzeug machen, sobald ich genügend Eisen habe. Ganz ehrlich. So, dann geht's jetzt hier raus und dann suche ich mir jetzt eine schöne Höhle hier in der Nähe. Vorzugsmäßig natürlich in der Nähe. Aber mich ärgert, dass ich keine Knochen habe, dass ich hier von den Kartoffeln nichts vermehren kann. Ah, das kommt dann erst später. Ich versuche mal zu verhindern, dass ich laufe. Was ich natürlich auch nochmal... Was ist denn das da hinten? Ist das eine Spinne? Nee, eine Krabbe. Ist ja cool. Ist ja cool. Was ich mir natürlich machen könnte, ist, dass ich Pilze mitnehme. Ich brauche von beiden Sorten brauche ich Pilze.
Aber wenn ich da ein paar dabei habe, dann ist das so eine Art Reserveessen. Dass ich erstmal ein Reserveessen habe. Aber ich kriege hier gerade kaum Pilze raus. Zweiter. Nee, warte, es sind schon 4 Stück. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Pro Pilz, so gesehen, also ich brauche ja für eine Pilzsuppe, brauche ich von jeder Pilzart eine und jeweils eine Schale. Das heißt, anhand nur von roten Pilzen würde ich jetzt schon 10-mal was essen können, was schon mal ganz gut ist. Ich brauche aber jetzt unbedingt noch den anderen, die andere Pilzsorte. Gut, im Real Life bin ich gar kein Fan von Pilzen. Es ist jetzt auch nur eine Notfallnahrung. Sagen wir es mal so. Es ist nur eine Notfallnahrung. Ich sehe jetzt aber, da hinten ist ein anderer Pilz, aber der ist so weit weg. Das ist der einzige andere Pilz, den ich hier sehe. Und ich brauche beide Sorten. Dann laufen wir mal dahin und vielleicht finde ich auf dem Weg da vielleicht schon mal eine Höhle oder so, dass ich dann da reingehen kann. Weil jetzt runtergraben, ehrlich gesagt, darauf habe ich gar keinen Bock. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich suche mir einen schönen Höhleneingang. Ich glaube, ich habe da schon was gesehen. Kann das sein? Hier nämlich. Oder? Könnte möglich sein. Da hinten sind schon Creeper. Ja, geil. Geil, 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 geil. So, ich muss noch zu diesen Pilzigen gelangen. Der war doch hier irgendwo. Da ist er, da ist er. Ich hoffe, du gibst mir ein bisschen was. Du bist ganz schön hoch. Du bist ein bisschen zu hoch für mich. Aber gut, je mehr kannst du vielleicht droppen. Also von daher ist ja gar nicht mal so verkehrt. Nur ich muss mich mal ein bisschen hochbauen. So, ich habe von den anderen Pilzen nichts aufgesammelt. Okay. Der Stamm kann, glaube ich, auch ein bisschen was geben. So, da haben wir ein bisschen was. Sehr gut. Und dann geht es da gleich in die Höhle rein. Und das Schild sollte ich dann mal vielleicht ausrüsten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, ich hätte gerne von diesen braunen Pilzen mindestens 10 Stück. Das wäre ganz gut. Da ist ein bisschen was runtergefallen, passt. Ja doch, kriegen wir genügend raus. Wir kriegen genügend raus. Also an Essen sollte es dann nicht mangeln. Ich werde natürlich erstmal das aufbrauchen, was ich habe. Notfalls mache ich mir Pilzsuppe. Okay, ja gut, der eine Pilz da oben, mein Gott. Der interessiert mich jetzt eher wenig. Mich interessieren eher diese Pilze. 13 Stück und von den anderen auch 13, passt. Heißt 13 Suppen können wir machen. Ach, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Davon haben wir jetzt eine ganze Menge. 17 Stück. Ja, okay, passt. Wo ich hier nochmal ein paar holen. Dann habe ich hier 16. Vielleicht kriege ich nochmal einen 17. Vielleicht auch. Da, da, da haben wir. Und ach du Heilige, geht's da runter. Ach du Heilige, ich brauche meine Fackeln. Da ist schon mal eine ganze Monsterbrigade. Und ich habe vergessen, mein Schild auszurüsten. Das muss ich jetzt schnell noch nachholen. Das ist mir ein bisschen zu viel da, ganz ehrlich. Das ist mir schon mal ein bisschen zu viel aktuell. Ihr müsst wissen, ich habe halt nur Lederrüstung an. Das heißt, ich bin sehr schnell down. Ah, das gefällt mir da jetzt so gar nicht. Komm mal du mal hoch, dass ich dich schon mal besiegen kann. Genau, komm hierher. Ach, du brennst sogar direkt, das ist ja umso besser. Ich hätte mir vielleicht auch ein... Ah, gut... Eisenschwert kann ich mir noch gar nicht machen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir auch ein Eisenschwert machen können, aber kann ich noch nicht. Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Ich bin mal kurz weg. Ich bin mal kurz weg. Problematisch. Problematisch da unten. Das ist mir ein bisschen zu problematisch. Soll ich mir lieber was anderes suchen? Ich suche mir lieber was anderes, ganz ehrlich. Das ist mir zu offen. Das ist einfach zu groß. Da jetzt rein. Ich kann da sterben. Ich kann da sterben und das will ich nicht. Ich suche mir irgendwie eine Höhle. Eine normale Höhle, wie man sie kennt, bitte. Das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut. Da haben wir noch weitere solche Pilze. Aber jetzt habe ich eigentlich genug. Waschbären, Eulen. Ja, die Tiervielfalt, die gefällt mir schon mal. Die gefällt mir. Finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt möchte ich eine normale Höhle bitte haben. Hühner sind hier. Hühner interessieren mich jetzt eher weniger. Höhle! Höhle!
Ich bin natürlich auch jetzt in einem Schwarzeichenbiom. Da, wo man kaum was sehen kann. I love it. I love it. Das ist wirklich so. Warum Schwarzeiche? Das Biom, was ich so mit am wenigsten eigentlich mag, um ehrlich zu sein. Da haben wir was eventuell. Es könnte auch nach oben führen. Gucken wir mal. Oder es könnte auch nach unten. Ja, doch, das sieht vielleicht ganz gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir zum Beispiel schon mal Eisen. Da ist eine Spinne. Komm, hier irgendwo mal die Fackel ran. Hallo? Oh. Gut, dann bin ich halt jetzt hier unten. Das ist ein Magma-Block. Ach, hier ist eine richtige Unterwasserhöhle. Nee, Unterwasserhöhle gefällt mir eigentlich nicht. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ah, das hier gefällt mir. Spinne. Spinnen. Mehrere Spinnen. Die Spinnen. So, weg mit euch, weg mit euch. Ich habe aktuell nur ein Steinschwert. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ich brauche endlich Eisen. Hier ist Eisen. Sehr, sehr gut. Okay, her damit, her damit. Man kann nie genug haben. Also her damit. Und Kohle brauche ich natürlich auch für Fackeln und anderes Zeug. Ob ich jetzt auf dieser Höhentour schon Diamanten finde, keine Ahnung. Ganz ehrlich, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig mein Ziel. Wäre natürlich schön, wenn ich hier und da Diamanten habe. Greife schon mal für einen Verzauberungstisch oder so. Brauche ich Kupfer? Das ist doch Kupfer, richtig? Das ist Kupfer. Ich glaube, Kupfer brauche ich nicht. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich mit Kupfer machen könnte. Auch von Mod-mäßig ist nichts. Und hier ist ernsthaft Sackgasse? Ernsthaft? Nee, oder? Jetzt habe ich hier endlich was gefunden. Ah, hier geht's noch lang. Mir ist es ein bisschen zu viel Kupfer und ein bisschen zu viel Unterwasserhöhle, Mensch. Schon wie... Nee, warte, hier war ich doch. War ich hier gerade? Nee, hier war ich gerade nicht. Es ist eine Unterwasserhöhle. Ich habe keinen Bock auf Unterwasserhöhle. Da kann ich nicht atmen. Mein Essen geht dann doch ganz schön schnell leer. Gut, dass ich mir Pilzsuppen machen kann. Okay, hier wieder raus. Das war ein Fehlschlag. Das war sowas von ein Fehlschlag. Aber gut. Hier ist zumindest noch ein bisschen Kohle. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was hier rausgeholt. Ach, eine Kohle. Wow. Gehen wir mal weiter. Hier, es könnte allerdings auch alles in der Unterwasserhöhle alles reinführen. Bin mir nicht mal sicher, ob ich hier richtig bin. Ein holpriger Start hier der Höhlentour. Da lief es in der letzten Staffel wirklich deutlich, deutlich besser. Aber gut. Die Kohle nehme ich erstmal mit. Wie viel Eisen haben wir schon? 2 Roheisen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ich brauche mehr. Also ich möchte schon mal mindestens 8 Roheisen haben. Dann packe ich das in den Ofen rein und dann mache ich mir daraus Eisenspitzhacke, Eisenschwert und mit der Zeit dann natürlich auch Eisenrüstung, sobald ich genügend habe. Ich habe das Gefühl, es wird Nacht. Es wird Nacht. Es wird Nacht. Es wird Nacht. Ich möchte nicht auf Monster treffen. Nee, 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 nee. Wenn wir in der Höhle genügend mit Monstern zu tun haben. Jetzt brauche ich das nicht. So, hier ist wieder unter Wasser. Ja, wir gehen woanders hin. Wir müssen woanders hingehen. Da ist zwar Kohle, aber ganz ehrlich, darauf habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock. Die Höhle ist ein Fehlschlag. Die Höhle ist ein Fehlschlag. Wo gehen wir jetzt lang? Und jetzt habe ich schon so viele Fackeln aufgebraucht, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja noch genügend Kohle jetzt. Da ist Wasser. Kann ich mal raus aus diesem blöden Biom raus? Enderman und Zombie. Ja, moin. Nee, ich hau ab. Ich hau ab. Vor allen Dingen auf Enderman habe ich keinen Bock. Gehen wir mal durch. Gib mir doch eine normale Höhle. Eine normale Höhle möchte ich bitte haben. Aber bis jetzt sehe ich dann... Hier könnte überall eine Höhle sein. Durch diese ganzen vielen Bäume sieht man halt nichts. Och, und ich dachte gerade, da ist was. Aber nein. Nein, nein, nein. Warum sollte da auch was sein? Oh, weg aus dem... Schwarzeichenbiom. Gut, wir müssen dann später ganz schön weit laufen, um wieder zurückzukehren. Und ich habe so viel Essen schon verloren. Das ist nicht schön. Aber gut, so ist es halt. Ja doch, die Pilzsuppen. Es wird erstmal eine Höhlentour so, dass ich Materialien habe. Mehr soll es auch nicht werden. Aber warum sind hier keine Höhlen? Nein, ich baue mich nicht runter.
Schon wieder Schwarzeiche. Nein, ich will keine Schwarzeiche. Ich will Höhlen. Ah gut, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich laufe hier durch. Ich laufe hier durch. In der Hoffnung, dass ich doch noch irgendwie... Wenn ich jetzt hier schon bei diesen ganzen Pilzen bin. Sicher ist sicher. Hol ich mir nochmal ein paar Pilze. Aber hier spawnen will nichts. Will nichts spawnen. Ah doch, ein bisschen was. 21 haben wir jetzt. Also ich so 30 Stück habe. Wie viel macht eine Pilzsuppe eigentlich wieder voll an der Hungersleiste? Drei Balken? Ich glaube drei Balken oder zweieinhalb Balken irgendwie so. Oder doch noch mehr? Auf jeden Fall ist das nicht gerade wenig, was Pilzsuppe wieder voll macht. Das ist das Gute. Und ich kann es halt schon mal nicht noch... Ich kann es leider noch nicht craften, weil... Problem ist, eine Pilzsuppe kostet halt ein Inventarslot. Daher, das kann ich aktuell noch nicht craften. Würde mir nur mein ganzes Inventar voll müllen. Daher, gut, ich habe jetzt eher noch anderes Essen. Das ist nicht das Problem. Gut, einsammeln, einsammeln. Haben wir davon 24, das ist schon ganz gut. Laufen wir weiter, laufen wir weiter. Ich will mal kurz auch mal meine Schatzkarte mal hervorholen. Welche Richtung bin ich gelaufen? Ich bin gerade genau Westen. Man sieht hier meinen Punkt. Heißt... Ja, Richtung Osten laufe ich jetzt wieder zurück. Das ist natürlich nicht so schön. Dann laufe ich mal mehr Richtung Süden vielleicht mal. Um eine Höhle einfach mal zu finden. Ja, Süden ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, gib mir nochmal ein paar Pilze. Das Einzige, was ich dann für die Pilzsuppe noch brauche, sind Schalen. Die kann man sich aber aus Holz machen. Das ist nicht das Problem. Und die sind wiederverwendbar. Heißt, wenn ich eine Suppe gegessen habe, kann ich die Schale wieder nehmen für eine neue Pilzsuppe. Und eigentlich auf der Krone herumzulaufen, ist eigentlich nicht ganz so klug. Ich sehe dadurch die meisten Höhlen nicht, aber... ja, ich wollte jetzt hier mal ein bisschen vorankommen. So, mal kurz hier rüberschwimmen. So, ich hoffe, ihr seid nicht aggressiv oder so. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wasser, das ist nur Wasser, das ist nur Wasser. Ich glaube, heute werden wir keine Höhle mehr finden. Wäre jetzt cool, wenn ich jetzt am Ende des Parts noch eine Höhle schnell finde, dass wir im nächsten Part dann direkt da rein starten können. Aber sieht bis jetzt nicht danach aus. Ich hätte doch am Anfang in diese Höhle reingehen sollen, wo der Creeper und das Skelett halt waren. Aber ich wusste noch nicht, dass ich hier nichts finde. Diese eine Höhle hatte ich ja direkt am Anfang gefunden. So, den Sprung schaffe ich. Wunderbar. Nee, hochlaufen will ich jetzt nicht unbedingt. Geh mal rüber, zack. Laufen wir mal in diese Richtung mehr. Und auch nur so eine Unterwasserschlucht. Nee. Da hinten ist ein Birkenbiom. Das ist vielleicht schon mal gar nicht mal so verkehrt. Und ich wollte eigentlich springen, aber ich habe zu spät Leertaste gedrückt. Ja gut, dann ist das heute nicht ganz so erfolgreich gewesen. Aber hier Birkenbiom. Ich glaube, da werden wir bestimmt was finden. Bestimmt. Gut, ich würde an dieser Stelle jetzt mal die Aufnahme beenden. Im nächsten Part geht es dann weiter. Ich freue mich drauf. Und dann werden wir in eine Höhle auf jeden Fall gehen. Wir werden hier was finden. Hoffe ich. Aber ich denke, ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.